Der spanische Eroberer Gonzalo Fernández de Oviedo nannte sie die schönste, wunderbarste Dame in der Welt der Früchte, die Ananas. Doch sie ist etwas unnahbar, die Krone stachelig. Erst wenn man an ihr Herz gelangt, spürt man ihre Süße. Die Finca hat 1500 Hektar. Hier produzieren wir das ganze Jahr über Ananas. 9 Stunden pro Tag pflanzen die Arbeiter. Sie graben das Loch, pflanzen ein, graben das nächste Loch und so weiter. Jeden Tag bis zu 10 Millionen Setzlinge. An einem Tag ernten 50 bis 60 Arbeiter an die 54.000 Ananas. Sehr gut. Rafael betreut auf der Finca Corsicana die Gäste und lässt sie auch hinter die Kulissen der Ananasproduktion blicken.